Hallo und willkommen bei den Cook Rapids. Es ist Oktoberfest in Bayern und auch, glaube ich, überall anders in Deutschland. Also machen wir Käsespätzle. Und zwar nach einem Rezept aus dem Allgäu. Und traditionell, die Sachen, die man dazu macht, wie Leberkäse, Haxe, mag ich eigentlich so gerne. Also machen wir hier ein traditionelles Schweinefilet. Wie das geht und was ihr dafür braucht, zeigen wir euch in diesem Video. Hier haben wir die Zutaten, die wir für unsere Käsespätzle mit einem Schweinefilet brauchen. Und zwar Spätzle, das sind 500 Gramm, die habe ich jetzt nicht selber gemacht. Ich habe sie gekauft, weil, nee, also ich hatte jetzt keine Lust mehr, da einen zurechtzuschrauben. Und hier noch eine Mischung aus Emmentaler Käse und einem würzigen Bergkäse. Das wird nachher einfach nur zusammengemixt, wenn die Spätzle gar sind. Aber wir fangen an mit unserem Schweinefilet. Das würzen wir mit ein bisschen Pfeffer, mit Salz und mit Paprika. Und das schütten wir jetzt einfach mal zusammen. Denn kommt ja eh zusammen da drauf. So. Einmal ein bisschen vermengen. Und dann würzen wir das so ein bisschen. Die Spätzle brauchen ja gleich nicht so lange in dem heißen Wasser. Die müssen ja quasi nur einmal richtig heiß werden. Deswegen starten wir mit dem Schweinefilet. Das braucht eine ganze Ecke länger. So, ein bisschen drauf. Überall. Die berühmte Zwei-Finger-Mariniertechnik. Ja. So, wir arbeiten mit dem Fleischthermometer. Und dafür starten wir erstmal den Grill. Und wir sagen dem einfach eine manuelle, meine Güte, Temperatur von 60 Grad hätte ich gerne für das Schweinefilet. Und dann sagen wir Play. So, der heizt jetzt auf. Wenn der heiß ist, kommt die Nadel ins Fleisch und dann das Fleisch hier rein. Plucky. Mein Gott, kleiner Wackler, hatte ich auch noch nicht. So, abwarten, bis es fertig ist. Bis gleich. So, der Ninja ist aufgeheizt. Wir adden den Food. Oh. Ein bisschen zu groß. So, und dann Sonde rein und ab dafür. 18 Grad hat das Fleisch jetzt. Mal schauen, wie lange es dauert. Die Spätzle sollen in heißem Wasser einfach nur einmal eben kurz eine Minute, ja, so leicht köchelnd erhitzt werden und dann rausgeholt werden auch schon wieder. Also schmeißen wir die jetzt einmal eben da rein. Das Schweinefilet auf der anderen Seite ist fertig, das holen wir jetzt raus. Ich gucke mal, ob ich euch rüberschalten kann oder ne, ich muss umstellen ein bisschen. Ja, mit einem Kameramenschen dabei ist das deutlich einfacher. So, da ist unser Schweinefilet. Es hat 60 Grad, ja jetzt vielleicht ein klein bisschen mehr, weil das jetzt schon ein paar Minütchen da drin ist. Aber der Ninja schaltet ja coolerweise ab, wenn das Fleisch fertig ist oder wenn die Zieltemperatur erreicht ist. So, das werden wir jetzt noch eben ein bisschen liegen lassen. In der Zeit werden die Spätzle fertig und dann machen wir Käsespätzle daraus. Die Spätzle sind fertig. Die hole ich jetzt hier aus dem heißen Wasser raus und gebe die erstmal in so einen kleinen Pott hier. Und dann schütten wir gleich das Wasser ab und verwandeln sie in Käsespätzle. Käsespätzle. Kann man fast genauso gut flüstern wie Cook Rapids. Zufall? So, da sind wir wieder und wir geben die fertig gekochten Spätzle mit einem klein bisschen Spätzlewasser noch wieder einfach hier in den Ninja und dann ganz einfach unsere Käsemischung, Edamer und Bergkäse da drauf. Zack. Das rühren wir jetzt einmal ein bisschen durch und dann sagen wir dem Ninja noch einmal eben, dass der ein bisschen erhitzen soll.
Und das machen wir mit der Funktion Airfry. Da brauchen wir jetzt keine 20 Minuten bei 200 Grad. Wir machen zwischendurch immer mal wieder auf, gucken, rühren durch, bis das fertig ist. Und während der Ninja seine Arbeit bei den Käsespätzle tut, schauen wir uns mal an, wie das Schweinefilet geworden ist. Wir machen einen Mittelschnitt. Ist auf jeden Fall weich. Und ja doch. Punktlandung. Oh, super saftig. Schau dich das an. Oh. Oh, ich habe Hunger. So, wir schauen mal rein, wie das Nudelgeschlönz jetzt aussieht. Oh, nicht schlecht. Nochmal durchrühren. Sieht man da was? Oh. Ja, ich würde sagen, das ist fertig. So, ich richte uns dann jetzt mal einen Teller an und dann kommen wir zum besten Part. Wir probieren. Hier haben wir unsere Käsespätzle mit Schweinefilet. Kann man sehen? Schweinefilet und ein paar Röstzwiebeln habe ich noch oben drauf gepackt. Und dann wollen wir mal gucken, wie diese Nudeln in Lava schmecken. Weil das wird wahrscheinlich jetzt übelst heiß sein. Also sie ziehen richtig schön Fäden. Es riecht so gut. Ich habe noch nicht probiert. Also ihr seid echt tatsächlich live dabei. Oh, geil. Die Bayern wissen, was lecker ist. Also teilweise. Oh, geil. Jetzt mit dem Fleisch. Also wenn irgendjemand mal behauptet, Schweinefilet passt nicht zu Käsespätzle, glaubt mir, der hat keine Ahnung. Schweinefilet butterzart, auf den Punkt gegart. Richtig lecker. Oh, ist das gut. Ich esse das jetzt auf und dann schauen wir mal weiter. Ah, neues T-Shirt-Logo. Und ich finde gerade gar kein Ende. Oh, das ist so gut. Und so käsig. Richtig lecker. Richtig gute Nummer, das geht auch eigentlich recht fix. Das Schweinefilet war in 15 bis 20 Minuten fertig. Die Nudeln, ja, wenn man sie selber macht, gut, dann dauert es natürlich eine ganze Ecke länger. Spätzle kochen kann wahrscheinlich jeder. Ja, also, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen freundlichen Kommentar und ein Like da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Co-Rebels. Oh, zapft ist, oder wie heißt das? Ich gehe jetzt essen, ohne zapfen.